Die Digitalisierung im Bereich des Verkehrs bietet uns große Möglichkeiten, wenn wir sie ergreifen, wenn wir sie nutzen, wenn wir sie gestalten. Die Digitalisierung wird alle Lebensbereiche und ganz besonders den Verkehrsbereich verändern. Es geht nicht nur ums Auto, sondern es geht auch um die Veränderung des öffentlichen Verkehrs. Der Bus und die Bahn der Zukunft werden nicht mehr die gleiche Bahn sein. Und die Güterverkehre auf der Schiene können nicht mehr mit Technologien des 19. Jahrhunderts erfolgreich sein. Ich möchte, dass wir auch diesen technologischen Prozess begleiten, und zwar mit einem klaren Wertegerüst. Und das heißt zunächst einmal, wir wollen nachhaltige Mobilität sichern. Wir wollen mehr Sicherheit im Verkehr, Menschenleben retten. Sehr werthaltig, so eine Forderung. Oder wir wollen die Lebensqualität in den Städten verbessern. Wir wollen insgesamt die Mobilität verbessern und ermöglichen, denn es kann ja wohl nicht das Ende der Mobilitätsgeschichte sein, dass alles im Stau steht. Ich meine, es ist doch eine Herausforderung, das mit neuen Technologien so zu lösen, dass wir auf Dauer Menschen mobil halten und zugleich das Klima und die Umwelt schützen. Wir haben jetzt das digitale Testfeld ausgeschrieben, erfolgreich ausgeschrieben. Wir haben viel Bewerbung, gute Bewerbung und am Ende sind unter guten Bewerbern ist dann das Angebot aus Karlsruhe von KID, FZI und Karlsruhe und Bruchsal angenommen worden, weil es von den guten Angeboten das Beste war. Und dort genau soll das entwickelt und begleitet werden, worüber wir heute diskutiert haben. Das ist ja noch nicht eine Realität. Sondern wir müssen ja erstmal auch auf unseren Straßen Infrastrukturen aufbauen im Testformat, wo Autos mit Autos kommunizieren, Autos mit der Infrastruktur kommunizieren, wo Wissenschaftler begleiten, wo sie schauen, ist die Infrastruktur, die wir haben, etwa im Telekommunikationsbereich, ausreichend? Wie kann sie entwickelt werden, dass sie sicher funktioniert, dass nichts passiert? Das sind zum Beispiel so Fragen, die eben jetzt in den kommenden Jahren erarbeitet werden. Und auf diesem Testfeld können übrigens kleine Firmen, große Firmen daran teilnehmen. Das ist ein offenes, öffentlich gefördertes Testfeld. Und deswegen ist es auch wichtig, dass alle einen Zugang haben. Das ist auch für uns eine wichtige Voraussetzung. Und wir stellen nochmals 2,5 Millionen zur Verfügung, um auf dieser neuen Infrastruktur eben halt auch Tests, Erfahrungen und Erprobungen zu betreiben. Und da können die Wissenschaftler aus Ulm oder aus Stuttgart mitmachen. Und da können auch übrigens Stuttgart und Ludwigsburg sich andocken an diesem Testfeld. Die Digitalisierung im Bereich des Verkehrs bietet uns große Möglichkeiten. Wenn wir sie ergreifen, wenn wir sie nutzen, wenn wir sie gestalten. Entlang klarer Wertvorstellungen. Mehr Sicherheit im Verkehr, besseren Umweltschutz, Klimaschutz im Verkehr, den Mobilitätskomfort und die Mobilitätsmöglichkeiten verbessern und dabei die Verkehrsträger so vernetzen, dass sie für die Menschen auch viel Vorteile bringen und dass sie gut und flüssig und sicher unterwegs sein können, ohne Stress. Es ist eine ziemliche Herausforderung für Politik und Wirtschaft und für die einzelnen Menschen. Und wir sollten diese Herausforderung ohne Jammern und ohne Zedern annehmen, sondern mit Positivismus oder mit positiver Grundhaltung rangehen und sagen, wir packen das.